Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thimbleweed Park mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Und zwar, ja. Wir haben uns hier ein klein wenig umgeguckt, sind mit Ransom, dem Clown, ein bisschen weitergekommen. Und haben jetzt seine Passage aus der Vergangenheit gespielt. So, hier ist noch ein Loch, da gucken wir doch auch mal doch direkt rein. Looks like a rattle. So, können wir da was rausziehen? Nee, nimm Loch. Nothing to pick up here. Können wir da was ziehen? I can't pull that. Hm. Oh, die... Klaut mir die Ratte etwa meinen Popcorn? Na toll. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Post. I can't leave the circus till I feed Lil Beeper. Don't. So, betrachte Schlange in der It's Schachtel. It's one of Mort UI's more toys prank Jack in the boxes. So, liegt hier noch irgendwo was rum. Hier ist auch nur noch Müll, Müll, Müll. Da ist ein Trampolin. Vielleicht haben wir noch was hier drin und ich habe es nicht gesehen. Oh, so viel. Hotline-Prospekt. Gerichtliche Anordnungen. It's a stack of eviction notices. Like that sheriff is really gonna drag me to court. I scare the crap out of him. Da ist noch ein Loch. Looks like a rat hole. So, das ist vergammeltes Essen. Clowns Unterhosen, noch ein Loch. Mhm. Vielleicht haben wir hier noch was. I miss my housekeeper. So, wir brauchen irgendein Behältnis, habe ich das Gefühl. Hm. So, aber hier ist auch nichts. Nur die Trophäen, das Bett. Poster, Essen. Trampolin, Trampolin. It's my old trampoline. Brings back memories. So, ansonsten war hier auch wieder nichts. Hm. So, jetzt müssen wir erstmal den... Was ist da hinten noch? Popcorn... Oh, eine Popcorn-Tüte. Ja, die müssen wir natürlich mitnehmen. So, und die jetzt, It's an empty popcorn bag. So. Jetzt können wir uns das Popcorn aber mitnehmen. Well, that's one. Lil Beeper loves this crap. Muss ich jetzt jedes einzelne okay, anklicken? Two. I can count. Am I really gonna pick up all this crap? The rats having more fun at this than I am. So. Not even half full yet. This is almost half full. So, jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen full was. Now. This is taking too long. At this rate, it'll be 1988 before I'm done. This is gonna take forever. Mine's. There's gotta be a better way. Hm. The bag's partially full of popcorn. So, aber ich weiß, wo noch jede Menge Popcorn ist, nämlich da drin. Schau mal rein. Looks like a rat hole. Können wir jetzt hier benutze die. Nee. Okay. Können wir jetzt das nehmen, was da drin ist? Nothing to pick up here. Da ist noch ein Loch. Und da ist noch ein Loch. Und hier ist der Durchgang. Hm. So. Ja. Können wir das aufmachen vielleicht? Da müssen wir doch irgendwie runterkommen. Das ist doch nur Bühne. I can't open that. Anti-Juck-Creme. So, ja. Und wer ist eigentlich Little Beeper? So. So, guck mal nochmal im Bühneneingang rein. Was ist denn da? Da ist noch ein Rattenloch. Hm. Ah! Still doesn't work. Well, at least I tried. So, aber jetzt haben wir zumindest mal noch was auf der To-Do-Liste abgehakt.
So. Aber, That's not gonna work. Besides, it's pretty rusty and filled with rat. So, was können wir denn jetzt hier machen? Da drin ist das ganze Popcorn. Looks like a rat hole. Können wir da die Anti... So much for better. Das ist leicht eklig, weißt du das? Na egal. So, und was mache ich mit dir jetzt, du olle Ratte? So. Hier war sonst nichts mehr. Und da ist auch sonst nichts mehr. Moment, können wir den... It's empty. The rats and I cleaned it out years ago. So, und können wir da nochmal irgendwie was machen? That's not gonna work. Also ich meine, ich weiß, wo die olle Ratte die ganze Zeit das Popcorn hinschafft. Ah, warte mal. Benutze Popcorn-Tüte mit Loch. That's not gonna work. Wieso denn? Idee ist doch einfach. Wir stopfen die Tüte dahin. That's not gonna work. Ach, komm. Die Idee ist doch echt genial. Looks like a rat hole. Und hier kann ich auch natürlich nichts... I can't open that. Ja, die findet irgendwie ständig überall Popcorn. Das Ding muss doch voll sein damit. Können wir da vielleicht reinlangen und einfach was rausholen? Nothing to pick up here. Nur die Ratte und... Vielleicht ist hier ja noch was drin. Looks like a rat hole. Ja, es gibt hier so viele Rattenlöcher und irgendwie, Looks like a rat hole. Will hier alles nicht so, wie ich gerne möchte. Ja, Ich frag mich, wo die olle Ratte die ganze Zeit das Popcorn herholt. Können wir da irgendwas drücken? Drücken, ziehen, irgendwas. Ja, drücke Loch. Schließen. That doesn't seem to close. Ja. Können wir da was rausziehen? I can't pull that. Nee, ein Loch zu ziehen ist, glaube ich, nicht so besonders sinnvoll. Aber hier ist sonst gar nichts mehr. So, toll. Toll, toll, toll. Wir könnten doch mal einen Blick werfen in mein... warte mal, kann ich das Trampolin eigentlich verschieben? That's as far to the left I can move it. They'll have to push it to move it to the right. Ah, okay. Wenn ich jetzt hier drücke... So. That's as far to the right as I can move it. I'll have to pull it to move it to the left. So, wenn wir jetzt nochmal das Poster nehmen. So, können wir jetzt den Safe so aufmachen? It's my joke book. No need to keep it locked up. Who'd want to steal it? It's a page from my joke book. Dann nehmen wir die doch mal alles mit. So, nehmen wir noch mehr mit. Noch mehr Seiten.
noch mehr, die gucken uns gleich noch einmal an. Come back here. Hey! Stop! Damn broken window. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Was ist das hier? Hol das Paket, besorg den Schlüssel, findet die Seite aus dem Witzebuch. So, können wir hier jetzt benutzen. You! I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. So, was haben wir denn eigentlich da drin? It's a page from my joke book. It's a page from my joke book. It's a page from my... It's my joke book. But there are four pages missing. So, dann können wir doch mal hier benutze die Seite. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. So, jetzt brauchen wir noch irgendjemanden, der hier spottet, aber. Ja. So, hier müssen wir jetzt erstmal irgendwie raus. That's where the Midway used to be. Now it's my garbage dump. So, ja. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, wie das hier funktionieren soll. Weil die eben... Da ist auch noch ein Loch, das man jetzt sieht. Looks like a rat hole. Vielleicht haben wir aber auch Glück und irgendwo hier ist noch, da. Looks like a rat hole. So, gibt's hier noch ein Rattenloch? Telefon. Kanone, Spiegel, schmink dich nie. Ja. Können wir das Loch zuhängen? Ich will das Loch vielleicht zuhängen. Vielleicht können wir damit irgendwas tun. So. Lauf mal ein bisschen zu, mein Freund. So, jetzt Ransom-Poster auf Loch. I can't use it here. That's a rare first edition of my fantastic comic book. Ja. Na, das geht auch so nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Comic book. Aber das hilft mir alles nichts. So. Da drin muss doch irgendwo das alle Popcorn sein. The bag's partially full of popcorn. Wo ist eigentlich der Hund oder was auch immer? Können wir jetzt vielleicht hier einfach gehen? Was? I can't leave the circus till I... Was hat der jetzt für Probleme? Ah, das ist die Anti-Juck-Creme. It's my tube of Kozlerik's patented anti-itch medicine. Not yet. If I use it too soon, my might fall off. Hey. Ow. Das hat er doch sonst nie. I can't leave the circus to... So. Ist er jetzt immer noch so schlimm? Nö. Okay. Aber ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Also, Trampolin funktioniert nicht ohne Spotter. So, können wir das Essen vielleicht nehmen? No thanks. Better leave it where it is. Always time to do laundry later. So, was ist in dem Kühlschrank? Okay.
Nimm ranziger Käse. Ist da noch irgendwas? Nehmen wir mal schnell wieder zu. Und der Mik... Nee. It's Lil Beeper, my pet hamster. Looks very hungry. Okay, der hält einen Hamster in der Mikrowelle. That's not gonna be enough for Lil Beeper. Was hat er gesagt? Moment, ich war gerade etwas zu schnell. That's not gonna be enough for Lil Beeper. He can eat that much crap in 2 seconds. So, dann brauchen wir jetzt die olle Ratte. So, und wenn wir jetzt benutze den Käse in diesem Loch hier. Gucken wir mal, was passiert. Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. I'm not gonna search the circus for you, Ransom. George the Postman. Well, you, Georgie, you lazy. Okay, da will er nicht hin. Das heißt, wir müssen den Käse vor das andere Loch legen. So. There's a big hunk of cheese here. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Mal schauen, ob die Ratte hier jetzt Lust drauf hat auf den... Nimm Popcorn. There's gotta be a better way. So. Tja. That's where the Midway used to be. Now it's my garbage dump. Okay, so jetzt haben wir genug Popcorn für den Nacht. It's a full bag of popcorn. So, das funktioniert doch. So, dann gehen wir jetzt mal unseren Hamster füttern. Und machen uns dann auf zum... Stopp, da lang. Zum Postamt. Allerdings werden wir das Postamt wahrscheinlich nur erst in der nächsten Folge erreichen. So, Popcorn-Tüte mit... Hamster! Here you go, Lil Beeper. Enjoy your crap. So, mal wieder zu. Und dann... Gucken wir mal, was wir Tolles gekriegt haben. Ja. So, was steht denn jetzt auf der To-Do-Liste? Lil Beeper haben wir jetzt geschafft, jetzt müssen wir das Paket noch holen. Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, jetzt gehen wir erstmal zum Quickie Pal. Weil da müsste es noch eine, eine Karte für uns geben. Genau, die nehmen wir doch mal direkt mit. So, und dann müssen wir in die A Street, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, das reicht doch zeitmäßig. Nickel News. Postamt. Hallo. Ransom, what are you doing here? The latest issue of Humongous Honka Honkas won't be mailed for at least another week. You, George. Can't a clown visit the post office without the third degree? Sheesh, someone woke up on the wrong side of the big top. Let's try that again. What can I do for you, Chuckles? Genau. Das ist doch mal gut. How do you not go postal working at this hole? Hey! We don't use that sort of terminology around here. What are you gonna do about it? Shoot me? Job-related stress is no laughing matter for us high-level government agents. So, okay. You think mailmen are high-level government agents? Definitely. I'd say this job is the most prestigious government position of them all. You do realize you're basically a pizza delivery man. Except worse, because you never bring any
Pizza. Well, that just shows what you know. Tja, okay, komm, das machen wir noch fertig, bevor wir die Folge beenden. Why are mailmen so great then? The whole world would fall into chaos without me and my boys in blue. The feds wouldn't get their intel, people wouldn't get their paychecks or bills. The economy would fall into chaos, people would starve. I hold people's lives in my hands every day. Mailmen are the god Hermes incarnate, Ransom. Huh? Don't you see? You're f***ing nuts, George. Tja, Oh ja, natürlich ein guter Witz über die Post. I got a joke about the post office. What's the difference between a dog and a mailman? I don't know. The dog knows how to bring you the mail. That's very disrespectful to the United States government mail handling officials, Ransom. Get bent. So, okay. Aber wir holen unser Paket dann erst nachher. Puzzle Nerd. See you, Ransom. Yep. So, weil dann würde ich nämlich sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Yep.